Hallo, meine Lieben, ganz spontan kam gerade der Postbote und hat uns was ganz, ganz Tolles gebracht. Und zwar drei ganze Pakete. Ja, mich hat eine Firma angeschrieben, die gesagt hat, sie möchte uns gerne Sachen zur Verfügung stellen, die wir testen sollen. Und einfach mal unsere Meinung dazu sagen. Das werde ich natürlich machen. Ich werde die Sachen jetzt mit euch auspacken und euch natürlich alles in der Infobox verlinken. Natürlich kein Problem. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Sachen bekommen und ich würde sagen, wir packen einfach mal aus. Ist das hier? Das ist alles in so Tüten verpackt. Fand ich gerade sehr komisch, dass der Postbote mit so drei riesen Tüten vorbeikam. Ja, ich würde sagen, packen wir mal das hier aus. Ich habe jetzt gar kein Messer oder so, weil ich einfach ganz schön hochgerannt bin, weil ich so aufgeregt bin. Aber vielleicht. Aber wir kriegen das sogar so hin. Oh, ich sehe das erste schon. Und das hier ist das allertollste Teil. Ich würde sagen, das packen wir zum Schluss aus, okay? Aber ihr könnt schon mal gucken. Ich bin einfach so begeistert von diesem Teil. Aber wir machen das zuletzt auch. So, machen wir erstmal mit dem nächsten kleineren weiter. Das ist so ein kleines. Und das andere ist ein etwas größeres. Aber ich glaube, da fehlt trotzdem ein Teil. Also irgendwie bin ich ziemlich. Also ich glaube, da fehlt eins. Was ist das hier? Ah, hier ist auf jeden Fall das eine drin. Kann sein, dass das andere da mit drin ist. Das ist auf jeden Fall ein Paket für das neue Babyzimmer. Ich habe mir das raussuchen können, was ich gerne haben wollte. Und. Ihr müsst auf jeden Fall auf der Seite gucken, weil ich finde, die haben so wunderschöne Sachen. Und erst recht Reborn Babies. Ihr müsst gleich mal gucken. Wir haben nämlich auch eins bekommen. Und ihr müsst gleich mal gucken, wie süß die aussehen. Ich finde das so unglaublich. Und die Sachen sind so unglaublich günstig. Ihr müsst auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wie gesagt, die Sachen, die ich bekommen habe, sind auf jeden Fall in der Infobox verlinkt. Wir werden die Sachen natürlich testen und da kommt natürlich noch ein ausführliches Video dazu. Jetzt geht es weiter hiermit. Das hat, wie gesagt, ein Paket für das Babyzimmer. So, und hier seht ihr auch schon mal die Seite. Also, das hier ist die Seite. Falsch rum. So. Banggood, glaube ich, heißt es. Es ist eine amerikanische Seite. Aber ihr könnt auf jeden Fall da auch bestellen, weil die Leute können Deutsch. Also, wisst ihr, was ich meine? Der Versand ist auch super schnell. Also, die Sachen, obwohl sie aus Amerika kommen, waren sie jetzt in wenigen Tagen da. Ich glaube, in 3 Tagen. Das ist halt, wie gesagt, die Seite, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und wie gesagt, auch in der Infobox verlinkt. Aber ich würde sagen, es geht weiter. Das erste ist nämlich dieser süße Elefant hier. Der ist so unglaublich süß. Wir haben halt ein Elefantenzimmer und deswegen dachte ich mir, dieser süße Elefant ist doch bestimmt voll gut fürs Babyzimmer. Der kommt ins Babybettchen. Packen das mal aus. So. Oh, der ist voll weich. So. Oh, schau mal, der hat einen Schwanz. Oh, wie süß. So, meine Lieben, so sieht er aus. Oh, hier habt ihr noch so ein bisschen. So. Und zwar, das ist nämlich nicht einfach nur ein Kuscheltier, sondern das ist ein Kissen für Babys. Und zwar ist das hier extra so alles schön fest. Ihr könnt hier das so auf die Seite legen, den Elefanten, und hier den Kopf von eurem Baby so rein. Und er liegt das hier so drin. Also es ist halt schon extra für so ein Baby gemacht. Und es kann halt auch sitzen so. Total süß, oder? Voll schnuffelig. Total toll. Und es riecht doch überhaupt nicht nach Industrie oder so. Es riecht total gut nach Baby. Finde ich total süß, oder? Kommt auf jeden Fall bei uns im Babyzimmer oder in irgendeine Ecke aufs Regal oder so. Finde ich total süß. Ist auch nicht so groß. Ist halt ein bisschen größer als mein Kopf. Aber total süß. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem zweiten Teil. Den setzen wir einfach mal hier vorne hin. So, der passt jetzt auf uns auf. Und dann kommt nämlich schon das nächste, das riesige Teil. So, hier ist auf jeden Fall diese Luftlöcher drin. Oh. So, was haben wir? Oh, ich sehe schon was. Aber entweder das andere Teil ist da in dem anderen Ding drin, hier. Oder die haben das einfach vergessen. Das wäre ziemlich doof, weil hier ist nämlich das andere Teil drin. Ne? Oh, hallo. Schaut mal. Da lächelt uns schon was an. Wir machen das mal hier oben auf, so. Oh. Oh. Nicht so ein liebevolles Box-Opening, aber. Ja, hier ist auf jeden Fall nichts mehr drin, außer nochmal eine Karte. Haben wir schon zwei. So, und das ist das nächste Baby hier. Oh, hier ist so ein Schulli. Das ist nämlich ein Reborn-Baby.
Total süß. Oh. Ich sage, wir packen das mal ganz vorsichtig aus. So. Das war hier so. Ich hätte möglich eine Schere mitnehmen sollen. Aber ich war gerade so begeistert, dass ich jetzt was auspacken darf. So. Oh, es fühlt sich schon mal. Es ist schon mal sehr weich. Das ist schön irgendwie. Also ich werde das Baby nicht selber behalten, sondern das kommt zu meiner Schwester. Die bekommt es nämlich zu Weihnachten. Weil sie wünscht sich unbedingt ein Baby und ich habe ja bald mein anderes neues Baby und deswegen brauche ich nicht noch eins. Auf jeden Fall ein super süßes Outfit, oder? Schaut mal hier mit diesen Äffchen. Total süß, oder? Total süß. So, der Kopf ist noch so eingewickelt in so ein komisches Papier hier. Und hier ist noch so eine... So ein Stirnband. Auch total süß, oder? Schaut mal. So. Dann schauen wir hier. Ach so, gut, das ist so, sogar so ein Netz. Das kann man super leicht abmachen. Und es schützt die Haare für den Versand. Das ist auch sehr schön. So. Tada! Oh, jetzt haben wir schon mal eine richtig coole Frisur. Zum Glück habe ich gerade vom Video meine Haare hier. Meine Bürste hier. Kämmen wir die schönen Haare doch mal. So. So. Da ist die kleine süße Mausi. Also ich finde, für den Preis ist es wirklich ein wunderschönes Baby. Es ist auch total weich irgendwie, auch schön. Machen wir mal das Haarband um. Also ich finde wirklich für den Preis, ich weiß es nicht, ich glaube sie hat 62 Dollar gekostet. Ich weiß nicht, wie viel das in Euro ist gerade. Aber ich glaube, Euros sind doch immer ein bisschen mehr als Dings, oder? Aber viel kann das auf jeden Fall nicht gekostet haben. Und ich finde, dafür ist es wirklich ein echt schönes Baby. So. Tada. Sieht ein bisschen aus wie ein Koch jetzt. Oh, sehr schön. Also das ist unser neues Baby. Also das Baby, was ich jetzt an meine Schwester gebe. Könnt ihr auch mal auspacken. Oh, der Stoffkörper ist wirklich schön. Und sie hat sogar eine Windel an. Wie süß. Schaut mal. Hier ist die Windel und sie hat 3/4 Arme und ist auch total gut für den Preis. Also das findet man selten für den Preis. So 3/4 Arme, sieht das? Also so kurze T-Shirts kann sie auch tragen. Total toll. Also ich bin echt begeistert. Aber ich werde natürlich mal meine Schwester fragen nachher. Wir machen natürlich ein Video mit meiner Schwester, wie sie das Baby so findet. Und natürlich auch ihre Live-Reaktion. Wollen wir das auch machen? Müsst ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr die Live-Reaktion von meiner Schwester sehen wollt, wie sie auf dieses Baby reagiert. Ja, also ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal sehr begeistert auch von der Qualität von diesem Schlafanzug. Das ist total toll. Und ich finde ihn so süß. Ich würde ihn ein bisschen auch kaufen direkt. Mit diesen Äffchen, das ist einfach so süß. Also echt total toll und die ist auch relativ schwer. Also wenn ihr wirklich ein Reborn-Baby sucht, was nicht so teuer ist, könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das hier, tada, es ist hart. Aber ich glaube, die haben leider einen Teil vergessen. Das finde ich leider nicht so cool. Oder ist es hier drinnen? Nee. So. Auf jeden Fall. Tada. Ta-da-da-da-da. Es ist mein neues Lieblingsteil, meine Lieben. Ich sag's euch. Ich finde das so unglaublich toll. Und ich habe mich so drauf gefreut. So. Oh, das ist sogar richtig cool verpackt hier. Tada. Und hier ist eine Karte. Schaut mal, hier ist so eine. Was ist das denn? So ist drinnen. Ach so. Guck mal, so wie cool. Eine Karte. Ach so. So eine Geschenkkarte, wenn man das da kauft, da hat man direkt so eine Geschenkkarte dabei. Total cool. Ja. So sieht es aus. Könnt ihr schon vorstellen, was das ist? Habt ihr schon irgendeine Ahnung? Ich würde sagen, fangt mal. Also hier sind auf jeden Fall schon mal Augen. So. Tada. Oh, es fällt schon auseinander. Oh mein Gott, ich finde das so unglaublich süß, mein Lieben. Hier war gar keine Karte bei. Das, ja. Oh, ich finde das so cool, Alter. Ich finde das so cool. Schaut mal, meine Lieben. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen gleich mal woanders hinziehen. Das ist einfach ein Riesenhai. Es ist einfach ein Hai. Ist das nicht cool? Das ist ein Schlafsack, okay? Und der kostet, glaube ich, 22 Dollar oder so. Das ist total günstig für so einen richtig coolen Schlaf. Der ist total toll. Oh, der hat so ein weiches Material. Ne? Das hätte ich nie im Leben gedacht. Hier ist noch ein Reißverschluss an der Seite. Können sie auch machen. Auch total weit. Ich bin voll begeistert. Und hier ist noch die Marke. Und hier hinten ist sogar so eine Flosse.
Und er hat sogar Anschnallsachen für den Kinderwagen. Hier. Könnt ihr halt das anschnallen. Das Kind im Kinderwagen damit. Total cool. Und ich finde auch die innere Farbe ist total cool, oder? Guck mal so. Total schön. Ja, also mein Lieben, ich finde ihn wirklich total toll. Ich finde einfach, er ist ultra schön. Und ich bin einfach voll begeistert. Wir werden auf jeden Fall nochmal im Kinderwagen ausprobieren. Aber auf jeden Fall müsst ihr mal mir versprechen, dass ihr auf jeden Fall einmal bei der Seite vorbeischaut. Denn, wie gesagt, sie heißt Bang Good. Hier seht ihr das. Und die haben auch Facebook und die haben halt die Webseite. Ich verlinke das auf jeden Fall alles in der Infobox. Genauso wie die ganzen Produkte, die ich jetzt bekommen habe. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich empfehle sie euch wirklich. Ich habe da wirklich tagelang geguckt und ich bin auch echt am Überlegen, mir da echt was zu kaufen, weil ich finde die Qualität, wenn ich sie jetzt sehe, finde ich wirklich gut. Preis-Leistungs-Verhältnis einfach super. Versandkosten sind super. Und wie schnell der Versand ist, ist auch super. Ihr müsst euch überlegen, die Sachen haben einen wirklich langen Weg und dann für 3 Tage, das ist wirklich super gut, finde ich. Eigentlich dauern solche Sachen ja richtig lange. Zum Beispiel, wenn ihr die Seite Wish kennt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, auf jeden Fall ist es eine Seite, die 2 Monate für den Versand braucht, Und diese Firma hier braucht jetzt nur 3 Tage für den Versand. Das finde ich halt echt super toll. Und dabei sind die auch noch so günstig. Ich meine, wenn ihr euch mal überlegt, 20 Euro für so einen richtig tollen Fußsack hier, das ist unglaublich. 70 Euro für ein Reborn-Baby. Und ich glaube, der hier hat einfach nur 10 Euro gekostet oder so. Total toll. Und da gibt es Unmengen Sachen. Da gibt es Handys, da könnt ihr Sachen für den Garten, ihr kriegt Ersatzteile dort, ihr kriegt Kindersachen, Kinderkleidung, Kinderwagen, Zubehör, alles, wirklich, so viel bekommt ihr da. Ihr könnt da Klamotten für euch kaufen, ihr könnt Babyzubehör kaufen, ihr könnt Gartensachen kaufen, einfach alles. Und selbst mein Vater war begeistert von der Seite. Ich habe ihm die Seite gezeigt und er wollte am liebsten auch einen riesen Einkaufszettel schreiben. Und ich finde das so wirklich toll. Und wenn mein Vater wirklich schon sagt, er würde da gerne einkaufen, dann ist es wirklich gut, weil er ist wirklich so, dass er eigentlich nie irgendwas einkauft. Und ja, die Seite ist einfach so unglaublich günstig und so gut organisiert. Ihr könnt oben einfach eingeben, was ihr haben möchtet, was ihr suchen wollt. Und ja, dann findet ihr eigentlich direkt alles. Zum Beispiel, den findet ihr einfach nur, wenn ihr Baby eingibt, oben in die Suchleiste. Und dann gibt es natürlich auch noch Kategorien, die ihr eingeben könnt oder andere Sachen. Also auf jeden Fall eine super Top-Seite. Ich habe die vorher noch nicht gekannt. Aber ich bin super glücklich, dass sie mich angeschrieben haben und dass ich sie jetzt kennengelernt habe. Ich finde es wirklich eine tolle Seite und ich werde auf jeden Fall öfters einkaufen gehen. Erst recht, was die Babysachen angeht. Weil wenn ich das jetzt gesehen habe, bin ich wirklich sehr begeistert von einfach von der Verarbeitung auch und so. Und erst recht, dieser Fußsack hat mich jetzt wirklich sehr umgehauen. Ich bin wirklich total begeistert. Und ich finde auch, dass die Bilder genauso stimmen wie das Original. Also ich finde, der Elefant sah genauso aus. Nur, dass ich ihn mir nicht so klein vorgestellt habe. Der Fußsack sah hundertprozentig so aus. Und auch das Baby sah genauso aus. Es steht sogar alles bei. Zum Beispiel die Größe und Gewicht von dem Baby steht dabei. Die Größe und so von dem Fußsack steht bei. Finde ich wirklich eine super tolle Seite. Ja, meine Lieben. Und dann war es auch, wie gesagt, alle Links unten in der Infobox. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall irgendwelche Babyzubehör oder so sucht, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Videos und dann bis zum nächsten Mal.